Im abgelegenen Norden Kenias unterrichtet eine Schule ihre mehr als 200 Schüler im Programmieren. Die Schüler, die oft nicht lange zur Schule gehen, müssen stattdessen Vieh hüten, um ihre Familien zu ernähren. Im Norden Kenias aber herrscht eine immer länger anhaltende Dürre. Traditionelle Lebensformen sind bedroht. Die Schüler können sich mit digitalen Technologien vertraut machen und fit werden für die moderne Welt. Before I came here, I've never seen a computer because in the place we were, there was no computer about internet. It was to go search somewhere. But since I came here, I have seen a computer and gadgets, a lot of gadgets in here and skills that will help me in the future when I grow up. Die abgelegene Schule ist nicht an das Stromnetz angeschlossen und betreibt die Tablets mit Solarenergie. Die Vermittlung von Programmierkenntnissen werde dazu beitragen, die Kluft zwischen den Schülern in den entwickelten Ländern zu schließen. And when we teach kids coding and ensure that they are taught to a standard that is maximum to them, we believe one, it will open new avenues for them. Number two, it will help retention of kids in school and more admissions of children who now want to live the traditional lifestyles around this area, which is a pastoralist area, come and join school. And number three, we think they will fit well into the world in future as global citizens. Ein Wildtierschutzprojekt stellt der Schule Tablets und Internet für ihre Programmierkurse. Partnerschaften mit Schulen werden immer gängiger, denn sie sind ein Modell, das Wildtieren nutzt und den Menschen eine Perspektive bietet. She was in a school in a pastoral area, so I decided to take her in an exchange primary school, whereby she will get digital skills that in life she will be able to help herself and also help me as a mother. During my time or in my age, most of my age mates did not make it to learn to get education. Im Norden Kenias hat es nur 6-mal geregnet in den letzten 3 Jahren, eine der schlimmsten Dürren seit Menschengedenken. Die Klimakrise setzt traditionelle Lebensweisen unter Druck. Die Menschen müssen ihr Leben ändern, wollen sie überleben.